Komisch. Ich hatte zuerst geschrieben, endlich habe ich wieder genug Zeit, mich dem Spiel zu widmen. Gebt Mopsies keine Chance. Dö-dö-dö-dö-dö. Aber es kam jetzt das erste Mal auch eine Fehlermeldung. Sprich, ich konnte meinen Beitrag nicht sofort veröffentlichen, sondern da stand ein Fehlercode. Aber danach, als ich dann wieder auf Absenden gedrückt habe, dann ging's. Also von daher, weiß ich nicht. Scheint was Temporäres gewesen zu sein, kann jetzt vielleicht auch mit meiner Internetverbindung zusammenhängen oder so. Weiß ich nicht genau. Super designt und angenehm knackig. Weiter so, Bowser. Liebe Spieleentwickler, ich werde niemals diesen Superassistenten. Ja, okay, das kann ich auf eine gewisse Art und Weise verstehen. First Try, was ist mit Try? Sag egal. Madman, wo ist die erste Münze? Weitersuchen. Ja, so, weiter. So, wir gehen wieder in die Schiebewandhöhle. So, super Design, ja. Was wollte ich. Ich wollte irgendwas erzählen. Genau, bevor ich mich zu den Weihnachtsfeiertagen irgendwie hingegeben habe, bevor ich mich. Die Feiertage begeben habe, bevor ich meinen Urlaub angetreten habe. Mein Urlaub, ja. Mein Urlaub zu Hause. habe ich mir ein neues Spiel gegönnt. Ja, für Nintendo 3DS. Paper Mario Sticker Star. Ist ja jetzt Anfang Dezember rausgekommen. Und ich habe noch nicht. Ja, ich habe mehr oder weniger weit gespielt jetzt bisher. Eigentlich. Nö, eigentlich habe ich noch fast gar nichts im Spiel gesehen, jetzt mal ganz ehrlich. Ich glaube, das Spiel ist wirklich umfangreich. Und alle Kritikpunkte. Allen Kritikpunkten zum Trotz, die dieses Spiel wohl offenkundig bei manchen Leuten hervorruft oder so. Also ich find's bis da, wo ich hingespielt habe, ziemlich gut. Also ich kann auch das Argument bezüglich der fehlenden Oberwelt nicht so hundertprozentig oder bezüglich der fehlenden, ja. Nee, es gibt ja eine Oberwelt, beziehungsweise das ist ja irgendwie das Problem von dem Spiel. Das Spiel ist in Level aufgeteilt. Zumindest gaukelt einem das Spiel das so ungefähr vor, weil man eben eine Oberweltkarte hat. So wie hier in New Super Mario Bros. Juhu! Das, finden irgendwie ganz viele Leute ganz doof, weil, dadurch wird ihnen, nicht mehr vorgegaukelt, dass sie eine große zusammenhängende Welt hätten oder so, wie es in anderen Paper Mario Teilen halt der Fall ist. Aber ich bin da. Ja, gut. Tja, wer hat gedacht, dass ich jetzt sterben würde? Aber ich bin da ganz nüchtern irgendwie an die Sache herangegangen und ich sag mal so, ich finde trotzdem noch, dass das Spiel ziemlich. Ja, also. Bap, 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 bap. Aha. Moment. Aha, nein, ich hätte den Panzer nicht stoppen dürfen, weil dann hätte ich jetzt voll Münzen und so weiter, also Quatsch, extra Leben bekommen. Egal. So, nee, was ich sagen wollte, ich finde das Spiel echt gut. Es macht seine Sachen gut. Ja, kann ich an der Stelle nicht anders sagen. Und wie gesagt, das mit der Oberwelt finde ich mal absolut überhaupt gar nicht störend. Das wusste ich doch fast. Also ich meine, da oben die Münzen und so, das war doch ziemlich offensichtlich. Selbst durch diese Ja, komm, das war sehr offensichtlich. Selbst durch diese Oberwelt, ich meine, das Spiel macht es dann in dem Moment auch nicht viel anders als andere Paper Mario-Teile. Das Einzige, was man jetzt eben, oder das Einzige, was einem im Endeffekt erspart bleibt, sind irgendwelche Laufwege. Aber ansonsten ist es immer noch, ich habe jedenfalls immer noch das Gefühl, dass ich eine große zusammenhängende Welt da irgendwie vor mir hatte. Und dadurch, oder vor mir habe. Und dadurch, dass man ja immer noch, zwischen den Welten hin und her wechseln muss, einfach um gefundene Sticker, die man in der einen Welt eben findet, um die dann eben in einer anderen Welt einzusammeln und so. Dadurch, dass man sowieso gezwungen ist, also immer zwischen Welten hin und her zu wechseln und so, hat man immer noch das Gefühl, es ist irgendwie aus einem Guss. Und von daher, ich find's vollkommen in Ordnung und es spielt sich echt schnupsig, aber gut. Vielleicht ist das, nee, auch wirklich nur meine Meinung oder so, ich habe keinen Schimmer. Das war jetzt, wow. Scheiße. Oh oh! Scheiße! Ja! Das wäre ihre Sternmedaille gewesen. Da brauche ich einen Koopa-Panzer. So zornig war ich lange nicht mehr. Ah, na, die Fledermäuse sind wohl dein letzter Lieblingsgegner. Was, Shigeru? Anspielung an Miyamoto. Wie viel hat Miyamoto. Also, wie groß mag sein Anteil überhaupt noch an diesem Spiel sein? Ich weiß nicht. Man hört ja von Miyamoto immer. Also, wenn man noch überhaupt irgendetwas von ihm hört oder so, dann, ja, so langsam aber sicher, ne, wird's vielleicht doch Zeit, mal irgendwie das Zepter an jüngere Spiele-Designer oder so weiterzugeben und so weiter und so fort. Also, im Endeffekt, so viel macht er bei Nintendo, glaube ich, gar nicht mehr. Ohne es hundertprozentig wissen zu können oder so. Aber ich glaube, das hält sich mittlerweile auch so ein ganz klein bisschen in Grenzen. Ich meine, klar, ist immer noch, oftmals bei den Spielen eben Producer und keine Ahnung was, aber
Ist das die letzte Cooper-Schildkröte, die mir begegnet, bevor... Achso! Beziehungsweise, ich muss sowieso erstmal... Huhu! Hihi! Haha! Ich muss ja erstmal nach oben, um meine Sternmedaille wieder einzusammeln. Tralalalala. Ich meine, selbst bei neueren Zelda-Spielen oder so, klar, er hat immer noch so ein... Er wirft immer noch so ein wachsames Auge gewissermaßen drauf, um dann vielleicht bei irgendwelchen gänzlich blöden Entwicklungen oder so dann zu sagen, nein, das gefällt mir nicht. Aber wofür wäre überhaupt, kann ich denn, jetzt mal so ganz doof gefragt, Moment. Wenn wir jetzt hier irgendwo feststellen, dass hier zum Beispiel der Stern ist. Aha, ja, genau. Nee, aber dann können wir doch erstmal so machen, zack, 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 und dann können wir hier die ganzen Feinde irgendwie kaputt hauen. Kaputt hauen. Scheiße. Ich dachte, es würde noch reichen. Nein! Warum bin ich jetzt an dem Flügel gestorben? Ich bin doch voll auf die Fledermaus. Die letzte Münze ist eine Unverschämtheit. Ja, finde ich auch, so einigermaßen. Aber nur so ein bisschen, weil eigentlich geht's noch voll, aber ist egal. So. Egal. So. Wieder in die Scheißwelt rein. Es ist doch... Ja gut, okay. Ich weiß es jetzt zumindest mittlerweile. Man kann, wenn man im Sternenmodus drin ist, keinen Schildkrötenpanzer mit sich herumtragen. Natürlich, ja. Weil Mario das nicht steuern kann, was er nicht mag und was er doch mag oder was auch immer. Das ist ja im Endeffekt auch egal. So, jetzt kriege ich erstmal mein Extra-Leben wieder zurück. Jetzt schalten wir wieder diese dummen Käfer aus. Und jetzt muss ich nur wieder irgendwo groß werden. Ach du Scheiße. Bop, 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 bop. Ich will doch nur groß werden, damit ich gleich wieder dort hochgehen kann, um mir meine Sachen zu holen. Bläh. Böse, böse, kleine Koopas, tralalalala. Ja. Ich meine, keiner von uns wird wirklich den Arbeitsplan von Shigeru Miyamoto kennen. Was vielleicht auch besser ist, weil ansonsten würden wir ziemlich, ziemlich seltsame Dinge vielleicht herausfinden oder so. Wer weiß, was er noch alles bei Nintendo macht. Oder auch nicht macht. Igitt! Obwohl? Ja. Fast. Ich hatte jetzt... Ein bisschen darauf spekuliert, dass der Schildkrötenpanzer schon direkt durchrauscht, aber... So ein ganz klein bisschen hätte ich vielleicht auch damit rechnen können, dass er vielleicht auch irgendwann einfach mal so abprallt. So, ja. Ach man. Ist okay. Die dritte Starcoin ist arg. Circa 60 Leben bis jetzt verloren. Was? Nicht ernsthaft. Okay, also ich wollte jetzt keine 60 Leben hier in diesem Spiel verlieren. Aber vor allem in diesem Level nicht. Das wäre ja, Habe ich schon 60 Leben hier im Spiel verloren? Ich weiß nicht genau. Können mittlerweile fast hinkommen, oder? So richtig mitzählen kann ja sowieso keiner, dadurch, dass ich an jeder zweiten Ecke wieder zwei Dutzend Leben finde, aber auch egal. Weil das ja auch immer so eine Sache ist, ne? Ich persönlich finde es ja jetzt nicht so schlimm, dass man hier mit Leben mehr oder weniger zugeschüttet wird. Weil andersherum wäre es auch doof. Also ich hätte jetzt auch keine Lust, oder es wäre extrem demotivierend einfach, wenn man die ganze Zeit nichts anderes sehen würde als Game-Over-Screen und nochmal Game-Over-Screen. Und wenn man dann unter Umständen hier mehrere Level dann eben hintereinander weg immer und immer wieder machen dürfte, das wäre irgendwie... Nee, das würde mir auch keinen Spaß machen. Deswegen ist das so schon einigermaßen in Ordnung. So, nee, wie haben die sich das denn jetzt vorgestellt? Man braucht doch ein... Naja, entweder ein Koopa-Panzer oder eben... Wieder ein Koopa-Panzer. Machen wir jetzt das ein... Ach, Mann! Es ist doch zum Kotzen. So. Wir machen das jetzt erstmal so, oder? Ja. Erstmal alle störenden Feinde hier beseitigen. Zack. So. Du bist störend. Du bist ein bisschen störend. Ihr seid ein bisschen störend. Zack. So. Jetzt wieder zurück. Von der Piranha-Pflanze jetzt bitte nicht nerven lassen. Auf die kleinen Fledermäuse einfach draufspringen. Und jetzt nur... Moment. Und jetzt nur überleben, Hering. Das wäre sehr nett. Koopa-Panzer mitnehmen. Und verdammt. Weil, das dauert jetzt schon wieder viel zu lange. Weil, der Koopa wird jetzt gleich wieder lebendig, wenn ich ihn jetzt nicht geworfen hätte. Moment. Ja. Aha. Gut. So. Nein! Oh, das ist jetzt nicht euer Ernst. Och, kommt. Oh, wie? Jetzt mal ernsthaft, wie haben die sich das vorgestellt? Hä? Ja, gut, Time. Also, mein Panzer, aber trotzdem sau schwer. Warum? Oh, so.
Nochmal. Ich schnappe mir meinen kleinen süßen Cooper-Panzer. Ich laufe da jetzt hinten hin und freue mich und freue mich und freue mich und freue mich darüber, dass er bitte nicht wieder lebendig wird. So. Moment. Nein! Es hätte passen müssen. Schnu. Einmal können wir es nochmal. Bop. Und danach gehe ich mit Flughörnchen Power in das Level. Ist mir scheißegal. Verdammt normal. Was soll denn der Kram hier? Nein. Ihr müsst das doch so machen, dass es auch schaffbar ist. So, zack. Also wer die Starcoin da irgendwie beim allerersten Mal schafft, der Respekt, aber gut. Ich schaff das jedenfalls nicht, weil ich irgendwie ein bisschen zu, weiß nicht was bin. Oh, so. Ja, es geht doch. Gut, okay. Und jetzt dauert der Level noch länger als 50 Sekunden und dann bin ich im Arsch. Bup. Es ist aber auch manchmal ein Krampf hier mit den verdammten Sternmünzen. So. Kann ich jetzt noch sterben? Was wollt ihr hier von mir? Ach so. Irgendwas kann man hier machen. Irgendwas. Na gut, okay. Bevor wir jetzt durch ein Timeout sterben oder so, da habe ich dann irgendwie doch keine Lust. So angewiesen auf die Leben bin ich dann doch nicht. Sehr seltsame Level, aber zumindest zu 100% beendet. Hoffe ich zumindest. Also, okay, kann ja sein, dass wieder irgendein Secret Exit oder so hier wartet. Glückwunsch zum Abschluss dieses Levels. Möchtest du? Ja, klar. Hab nur geschrieben, dass man für die letzte Starcoin ein bisschen Geduld benötigt. Was? Ach so, Abkürzung oder wieder was? Ach so, aha, damit man dann... Oh, das ist ja genial, weil jetzt kann ich hier auf den Schalter hüpfen, hahaha, und dann kann ich hier wieder nach oben gehen, und dann kann ich... Hat dieser Busch dort schon immer so gewackelt? Neben dem Schloss, das sieht so komisch aus, warum, aber... seltsam. Egal, so, ja, jetzt kann man auf den blauen Schalter da hüpfen, und jetzt kann man... Yeah, sexy baby, yeah, was? Baby? Ich hab doch keine Schnups. Achso, alle drei Sternmützen gesammelt. Okay. Vorsicht, wild gewordene Flughörnchen. Ja, so weit sind wir noch gar nicht. Ja. Ich will hier raus. Dankeschön. So, jetzt kann man Schalter betätigen. Und jetzt können wir hier in unser wunderschönes Pilzhaus reingehen. Wähle einen Block und du bekommst das Item. Achso, das war beim letzten Mal schon. Igitt, sehr ekelhaft. Okay, Moment. Scheiße. Ich glaube, ich hab's jetzt... Ja, aber wo war jetzt der Stern? War der hier? Nein! Ich krieg so... Nein! Schnu. Na gut. Bekomme ich trotzdem den Pilz? Ja, ich bekomme ihn. Okay. Das andere wäre echt arschig gewesen. Nee, an der einen Stelle habe ich irgendwie einen Faden verloren. Da war der Stern plötzlich aus meinem Blickfeld weg. Das hat mir... Naja, gut, egal. So, den verballern wir jetzt aber nicht sofort. Wir gehen jetzt erstmal in das Schloss rein und gucken einfach so. Roys Gefahr am Fließbandfestung. Gefahr am Fließbandfestung. Aha, interessant. Ja, das wird schon. Wird schon stimmen. Ich mag Roy. Roy hat so eine coole Brille auf und so. Das finde ich total klasse. Was? Aha. Was? Boah, pff. Ich dachte, da kommen irgendwie Lavafontänen raus oder so. Und das war... Ah, man muss sich hier beeilen. Sehr interessant. Passiert irgendwas, wenn ich hier oben lang gehe? La. Aha. Ja. Na gut, nächster Leben. Warum auch nicht? Wenn das jetzt natürlich bei allen... Schnu. Bei allen Sternenmünzen der Fall ist, dass man so ein bisschen auf Tempo drücken muss, dann weiß ich noch nicht, ob mir das gefällt oder nicht. Bups. Erst einmal gibt es hier ganz viele Münzen. Und so weiter und so fort. Und man kann hier hochgehen und man findet noch mehr Münzen. Das war so klar. Kann man dort oben hin? Ich weiß nicht genau. Will man dort oben hin? Das ist die nächste Frage. Vielleicht will ich dort oben hin. Vielleicht aber auch nicht, weil es gar nicht geht. Naja, außer ich springe im richtigen Moment auf die Plattform. Wow! Das war knapp. Hier geht's. Nicht nach oben. Kopf einziehen. Dankeschön. Nee, hier geht's. Irgendwie nicht voran. Aber hier geht's doch bestimmt rein, oder? Ja, ich wusste es doch. Aha. Das war zu offensichtlich. So, grüne Röhre des Glücks. Grüne Röhre des Glücks mit Sternmedaille des Glücks mit... Oh mein Gott. Ja, das hätte auch böse schief gehen können. Aber ist es nicht. Ach so. Nee, Moment. Hätte ich nicht, aber... Wir könnten mal ganz kurz den Raum beobachten. Aber wirklich nur ganz kurz.
Kann man hier weiter nach oben gehen? Ich meine, das wäre total in einem Bowser-Schloss. Also von einem Bowser-Kind eben. Dass hier irgendwie ein Geheimausgang oder so versteckt ist. Aber er glaubt da ja nicht so wirklich dran. Nichtsdestotrotz. Nee, okay, dann halt nicht. Aber man hätte immer wieder hier reingehen können, oder? Um sich die Sternmedaille zu holen? Ich glaube ja schon. Ist ja langweilig. Viel zu einfach. Schnups. Dort rechts geht's nicht weiter, oder? Ich glaube jetzt einfach mal nicht, weil das wäre zu nah an der anderen Sternmedaille dran. Münzen. 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 Münzen? Nein! Ich hatte den Sternring, Quatsch, den Münzring aber auch zu einer extrem blöden Zeit aktiviert, muss man auch mal so sagen. Ha, gut. Ja. Schönes Schloss jedenfalls mal wieder. Ich mag ja diese Lavaschlösser, aber ich glaube, das habe ich schon das eine oder andere Mal in diesem Let's Play gesagt. Weil die mir einfach so gut liegen und so. Oh ja, ich bin einfach zu gut in solchen Schlössern. Wofür? Ich habe Angst, jetzt hier eine Stampfattacke zu machen, aber ich probiere es einfach aus. Aha! Okay, es war nur sowas. Wofür ist das hier? Aha! Für genau sowas hier. Aha! Weil, muss so. Was? Wie? Oh Gott! Warum hat das auf einmal so... Ich habe mich bewegt, obwohl ich mich nicht bewegen wollte. Hier hinten haben wir einen Ausgang. Das ist schlecht. Ist hier irgendwo aus meinem Blickfeld heraus die Sternmedaille runtergefallen oder so? Und ich habe sie nicht gesehen. Kann das sein? Weiß ich nicht. Wenn, dann habe ich sie wirklich nicht gesehen. Nee. Ja, okay. Gehen wir jetzt einfach mal davon aus. Ja, tralalala. Nee, hier hinten geht's noch weiter. Aha. Warum geht's hier hinten weiter? Vor allem, wie kommt man dorthin? Wow. Moment. Weitergeht. Hier kann ich nicht rein. Hier kann ich... Hätte man auf der Seite irgendwie... Nee, hätte man nicht. Hä? Fliegen oder was? Oder was wollt ihr hier von mir? Verstehe ich nicht wirklich. Also okay, wo die Sternmedaille ist, das... Ja, aber... Aber auf normalem Wege kommt man da noch gar nicht hin. Nur mit Flughörnchen oder sich verkehrt. Sofern das überhaupt funktioniert, hier so einfach drüber zu fliegen. Hä? Das finde ich jetzt doof, Leute, ganz ehrlich. Ich hatte mich so drauf gefreut, hier in diesem Level gleich wieder alles einzusammeln. Und dann stellt ihr mir hier so eine Grütze hin. Mit sowas kann ich doch nicht arbeiten, jetzt mal ehrlich. Ich bekomme mich da auch nicht weg, sodass ich irgendwie... das macht keinen... Das macht hier alles keinen Sinn. Oder kann ich hier irgendwo... Zack... Naja, das würde er mir anzeigen, wenn ich hier irgendwo mit einer Stampfattacke durchbrechen könnte oder so. Hoffe ich zumindest, dass er mir das anzeigen würde. Die kann ich auch nichts machen. Zack, zack, zack. Nee, keine Ahnung, okay, mir läuft sowieso die Zeit davon. Weiß ich nicht, mein Lösungsansatz, wie gesagt, mit Flughörnchen da einfach drüber über die Wand und dann die letzte Sternmedaille dort einsammeln, aber ich weiß es nicht besser. So, na gut. Roy, dann wollen wir mal. Eine rosa Kanone? Warum bekommst du die rosa Kanone des Glücks? Ich weiß nicht genau. Uff! So. Schauen wir mal, was Roy so drauf hat. Achso, ich glaube, das habe ich mal in einem Gameplay-Video gesehen. Roy. Okay, du kannst Schnuggelwillis verschießen und findest das lustig. Und du springst auf Plattformen rum, das findest du auch lustig. Und deine Plattformen verschwinden, wenn ich dich einmal getroffen habe. Das ist auch total lustig und so. Noch viel lustiger wäre es, wenn du einfach so runterfallen würdest, finde ich persönlich, aber... Na gut. So. Wollte ich nicht. Ich wollte ihm jetzt echt mal eine Chance lassen. Aber ich konnte nicht damit rechnen, dass er... Also nur so halb konnte ich damit rechnen, aber auch egal. So, okay. Wir gucken uns jetzt seine letzte... Los, ja. Seine Attacken nochmal ein bisschen an. Weil mir das ja gesagt wurde. Hering, lass den Endgegner nochmal eine Chance. Ja, das ist voll langweilig, wenn du viel zu gut spielst. Hat er Bode. Ja, und dann im selben Moment rummeckern, wenn ich wieder zu lange für irgendwas brauche. So, okay, wir haben es gesehen. Er würde auch Fernlenk-Schnuggelbillis verschießen. Was soll's. So. Ganz nette Idee, aber jetzt auch nicht. Also von rein Schwierigkeit her hat mir Morten echt am besten gefallen.
Morten und Iggy, ja. Morten jetzt einfach nur, weil es so überraschend kam mit dem Pokey, wie er die Pokey-Teile eben verschießt. Und Iggy, weil er ja mit den Röhren dort und konnte an der Decke langlaufen und so weiter, am variabelsten erschien gewissermaßen. Das war jetzt zwar auch nett, aber jetzt nix, worüber ich, weiß ich nicht, Bücher schreiben müsste oder so. Wozu ich ein Let's Play machen musste. Ah, ja. Speichern beendet, tralala.